Mit diesem emotionalen Appell auf Instagram wollen sie ihre Haidhausener Kita retten. Nachdem das Seniorenheim des insolventen St. Josef-Vereins bereits schließen musste, droht auch der Kindereinrichtung das gleiche Schicksal. 118 Betreuungsplätze für Kinder würden damit wegfallen. Für mich als Mutter wären die Folgen natürlich dramatisch, weil der tolle Betreuungsplatz von meiner Tochter wegfallen würde. Aber ich sehe das auch darüber hinausgehend als dramatisch an, weil die ganze Einrichtung schließen würde. Das wäre auch für das Viertel dramatisch, wo das St. Josefsheim eine wichtige Rolle spielt. Es wäre für die Stadt München dramatisch, weil tolle, hochwertige Betreuungsplätze, die wir so dringend benötigen, wegfallen würden. Der Hilferuf auf Instagram? Für die Betroffenen der letzte Hoffnungsschimmer. In dem Post wenden sich die Eltern direkt an die Stadt München und die Kirche. Wir wünschen uns sehr, dass das Haus im kirchlich-sozialen Geist weitergeführt wird. Gleichermaßen können wir uns auch eine Fortführung unter der Trägerschaft der Stadt München sehr gut vorstellen. Wir haben mit dem St. Josefsheim Haus für Kinder ein bestehendes Haus. Das ist toll geführt. Das bietet alles, was wir brauchen. Wie kann in Zeiten von Betreuungsmangel es passieren, dass ein solches Haus womöglich nicht gerettet wird? In einem Antrag fordert auch der Bezirksausschuss Au-Haidhausen den Erhalt der Kita. Die Stadt verweist auf den privatwirtschaftlichen Charakter der Einrichtung. Das Insolvenzverfahren läuft. Über die Zukunft entscheiden ein Insolvenzverwalter und die Kirche. Die Diözese München und Freising sowie die Caritas haben bereits den Erhalt der Kita-Plätze in Aussicht gestellt. Immerhin, Gespräche über eine Übernahme sollen noch bis April laufen. Erst dann wird beschlossen, ob das Haus für Kinder ebenfalls geschlossen werden muss.